Hallo und herzlich willkommen zu meinem 4000 YouTube-Abonnenten-Special. Ich baue für euch einen Pferdestall, habe ich mir überlegt. Ja, ich hoffe, er gefällt euch. ja, hier seht ihr das Ganze, wie ich das baue. Ich habe das ein bisschen beschleunigt, weil ich insgesamt über 3 Stunden an dem Stall gesessen habe. Und ja, wenn ich das dann alles langsam laufe, dann habe ich wieder 10.000 Parts. Das ist dann nicht so gut. Ja, ich habe es jetzt in 2 Parts gesplittet, weil trotz dieser schnellen Geschwindigkeit, ich glaube, das ist 8-fache Geschwindigkeit oder so, ich hoffe, es wird euch nicht schwindelig. Ja, trotzdem war das noch 1 Stunde oder so, die ja das Video noch dauert, deswegen habe ich es jetzt in 2 Teile geschnitten und ja, werde versuchen, die auch direkt nacheinander hochzuladen, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Ja, hier seht ihr das Ganze. Ich hatte mir überlegt, einen Innenhof zu machen, wo dann quasi ja, innen drin die Pferde fertig gemacht werden können und so weiter. Und links und rechts sollten halt Stallungen sein. Ja. Was soll ich groß dazu sagen? Also ich habe mir ganz viel Mühe dabei gegeben und musste es, glaube ich, auch einmal komplett wieder neu bauen. Ich weiß gerade nicht mehr, ehrlich gesagt weiß ich gerade gar nicht mehr genau, wie ich das gemacht habe, weil ich habe das schon vor einiger Zeit aufgenommen. Sollte eigentlich mein 3000 YouTube-Abonnenten-Special werden. Jetzt wird es mein 4000 Abonnenten-Special. Erstmal natürlich auch ganz lieben Dank dafür, dass ihr mich so fleißig abonniert und ja, momentan schaffe ich es ja leider nicht mehr so oft, ja, Videos hochzuladen oder auf Facebook bin ich ja momentan eigentlich relativ aktiv. Das wird aber momentan auch weniger, weil ich ja 2 Pferde habe, um die ich mich kümmern muss und einen Freund. Ja, und der meckert dann auch schon mal rum, dass ich nicht so viel Zeit habe. Und naja, er hat auch nicht so viel Zeit, aber wenn wir dann mal die Zeit haben, uns zu sehen, dann kann ich halt auch nicht die ganze Zeit in Sims Fotos machen oder aufnehmen oder die Fotos bearbeiten. Dann ist der auch genervt. Ja, das nur zur Erklärung. Wie vielleicht einigen aufgefallen ist, ich wurde auch schon von ein paar Leuten darauf angesprochen oder halt angeschrieben, ist auf meiner Website der ja die Rubrik Mods zum Downloaden nicht mehr da. Das hat folgende Gründe, dass ich oder besser gesagt, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich damit Urheberrechte verletze, was mir vorher nicht bewusst war. Sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen. Also es war niemand, kein Urheber hat sich da jetzt beschwert oder so. Ich habe halt dann nur die Downloads rausgenommen, weil ich es natürlich nicht darf. ja, und ich werde aber eine Seite machen mit Download-Links, also oder Seitenlinks für Downloads, wo es halt schöne Sachen gibt oder wo ich halt die Mods wie eben den Postplayer und so runtergeladen habe, die werde ich verlinken. Ja, dass ihr euch die trotzdem halt auch noch holen könnt. Ja, ja, bei meiner Website bin ich momentan ein bisschen hinterher. Ich musste dadurch, dass auch mein, also dadurch, dass ich mit meinem Logo auch Urheberrechte verletzt habe, weil, also das waren quasi Bilder, wenn man bei Google, keine Ahnung, Pferdezeichnung oder so eingegeben hat. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gemacht habe. Dann kamen da halt so quasi wie Ausmalbilder und die habe ich dann schwarz gemacht und daraus mir dann das Logo gebastelt. Das ist wohl auch Verletzung, weil ich es halt wieder hochgeladen habe. Wenn ich das für mich privat ausmale, da, wofür es ja eigentlich auch da gewesen ist, war das in Ordnung, nur halt dafür nicht. Ja, also habe ich mir jetzt in mühevoller Arbeit ein eigenes neues Logo gebastelt und muss meine ganzen Bilder jetzt damit versehen. Problem ist, dass ich mir allerdings die bearbeiteten Bilder so nicht gespeichert habe, sondern nur mit dem Logo drauf. Das heißt, ich musste das andere, neue Logo drüber setzen. Weil das da drunter schwarz-weiß ist, wird das halt auch einmal das neue in schwarz-weiß drüber sein. Bei anderen wird das so, ja, wie soll ich es erklären? Wird das
so ein bisschen transparent sein, dass man da durchsehen kann. Das fand ich schöner. Ging nur halt nicht bei allem. Naja, also ich werde dann mich gleich auch noch daran setzen, meine Website zu überarbeiten. Also, dass ich die Bilder wieder hochlade und ich habe auch für meine neuen Jungpferde, die jetzt inzwischen erwachsen sind, habe ich auch schon Bilder gemacht und muss die Profile noch anlegen. Das wird alles ein bisschen dauern. Ja, nur so, das war jetzt erstmal, um ein bisschen was zu erklären. Ja, dann werde ich auch noch Grundstücke zum Download freistellen. Ich weiß, da warten viele von euch drauf. Tut mir auch echt leid, dass ich es bisher nicht geschafft habe, aber das ist immer ein bisschen viel Arbeit mit, weil ich ja noch Bilder davon machen muss dann, damit ihr auch seht, wie es aussieht, was ihr da downloadet. Und die dann bearbeiten muss, dass sie auch schön aussehen. Dann muss ich das bei Mediafire hochladen und ja, dauert halt ein bisschen. So, jetzt erzähle ich einfach mal ein bisschen weiter zum Bauen. ja, also ich hatte mich dafür entschieden, das alles ein bisschen rustikaler zu machen. Dann habe ich versucht, also Dachfenster einzubauen. Ich habe es aber ehrlich gesagt nicht verstanden, wie es gehen soll. Ich habe mir auch aus dem Internet ein paar Tutorials angeguckt, aber die haben mich alle nicht weitergebracht. Und hier habe ich irgendwie versucht, ja, was Schönes hinzubekommen mit schrägen Fenstern, aber irgendwie wollte das alles nicht so wie ich. Deswegen habe ich es dann einfach gelassen. ja, dann habe ich mir gedacht, für jedes Pferd einen kleinen Paddock. Also, ich sag mal so, in meinem Stall haben die Pferde ja nicht jeder einen eigenen Paddock. Bei mir stehen die aber auch alle den ganzen Tag auf der Wiese im Sommer und auch die Nacht eigentlich. Und nur im Winter kommen die halt abends rein. Dafür sind bei mir die Boxen und dann brauchen die halt einfach keinen Paddock, wenn die eh den ganzen Tag auf der Wiese stehen. Aber weil ich mir gedacht habe, ich wollte mal einen Stall machen, wo halt auch Leute mitspielen können, die jetzt vielleicht nicht unbedingt viele Grundstücke haben können oder wollen. Ja, habe ich das mal so gemacht, dass ja die Pferde auch da ein klein bisschen Auslauf haben. Außer halt natürlich die Pferde, die jetzt auf der Innenseite sind, die haben keinen Paddock, aber naja, ist jetzt halt so. Also sonst hätte das nicht mehr gepasst, dann hätte das innen auch nicht so schön ausgesehen. Und sonst, wenn ihr es euch runterladet, könnt ihr es ja auch noch verändern, wie ihr das gerne haben wollt. Ich habe nur gedacht, ihr freut euch, wenn ich mal irgendein Special mache und ja. dann habe ich mir überlegt, also ich habe es ja jetzt doch das 4000 Abonnenten-Special geworden statt 3000. Dann werde ich ab, sagen wir mal, meine Facebook-Seite hat noch nicht so viele Likes. Vielleicht kann ich da es hinbekommen, dass die auch noch ein paar Leute liken. Den Link werde ich auch in die Infobox tun. Natürlich auch hier für den Stall, der wird auch in der Infobox sein. Und ja, sagen wir, ich glaube, ich habe jetzt knapp 200 Facebook-Likes von der Gestütsseite. Bin mir gerade nicht so ganz sicher. Sagen wir, ab 500 würde ich euch eine Reithalle bauen. Weiß jetzt nicht, ob Dressur oder Springen. Könnt ihr mir ja mal in die Kommis schreiben, was ihr gerne haben wollt. Die auch zu dem Stall passt, habe ich mir überlegt. Also es werden ja sowieso meine alten Sachen hochgeladen, also quasi mein altes Gestüt, mit dem ich früher gespielt habe, und da halt auch die die ja Hallen und so, und das ist ja alles eher in weiß gehalten, also weiße Steine und ein bisschen heller, und dann habt ihr auch noch was zu dem Rustikalen passt. Ja, jetzt geht's. Nee, ich habe zuerst die Inneneinrichtung gemacht, weil ich das Dach quasi ja, so dass man es von unten bemalen kann, das Schrägdach, so wollte ich das machen. Und deswegen, das Problem ist halt oft, wenn ich dann irgendwie nochmal was am Boden oder so verändere oder an der Einrichtung, ist das plötzlich wieder weg. Dann ist die wieder gerade, also gerade die Decke, und zwar immer noch bemalt, aber halt gerade. Und das nervt mich dann immer. Und ja, deswegen habe ich dann gesagt, ich mache erst die ganze Einrichtung und dann
mache ich zum Ende das mit der Dachschrägen. Das habe ich ja in einem Tutorial schon mal gezeigt, wie man das macht. Ich weiß, ich kriege immer mal wieder Kommentare oder sehe es unter, ja, keine Ahnung, anderen Videos oder so, dass es dann heißt, ja, wie macht man das? Und ihr versteht es halt trotzdem nicht. Es ist auch schwer zu erklären. Ich kann mal gucken, ob ich den Seitenlink noch finde, wo es halt Schritt für Schritt erklärt wird, so wie ich es dann halt gelernt habe. Muss ich einfach mal gucken. Ja, das sieht jetzt in der Mitte ein bisschen dunkel aus, wird aber noch später heller gemacht. Ja, den Boden habe ich auch später nochmal geändert, weil er mir nicht gefallen hat. Der hat dazu irgendwie nicht so gut ausgesehen. So, hier kommt gerade ein bisschen Licht in die Angelegenheit. Ja, da ist mir dann aufgefallen, dass es ein bisschen viel Licht war. Wenn das Stroh so extremst scheint, sieht das ja auch nicht so schön aus. Ja. So, die Cheats werde ich euch auch wieder aufschreiben, die ich benutzt habe. Ja, sind die üblichen wie immer eigentlich. Testing Cheats enabled true. Damit, es ist halt so ein Grundcheat, den würde ich jedem empfehlen. Und dann Bidebug, um die Lichter dahin zu machen, die Lampen, die ja später unsichtbar sind. Weil ich finde, es sieht halt immer doof aus, wenn irgendwelche Lampen so, da rumschweben oder die dann nicht so passen. Naja. Ja, das ist jetzt der Putzplatz, meine ich. Habe ich so ein bisschen, dass man da ein Pferd auch anbinden kann. Ja. Und da sollte dann quasi hin, wo ein Pferd geduscht werden kann. Ja, gegenüber da kommt die Sattelkammer hin. So, diese Türen, die kann man natürlich nicht benutzen. Die sind wirklich nur Deko. Ja, ich weiß nicht, ob die Sims da trotzdem durchgehen können. Wenn nicht, und ihr spielt nicht mit Cheats oder so, sondern halt ganz normal einfach nur, dann macht die einfach weg aus den Bögen. Obwohl, durch die Bögen kommen, glaube ich, auch keine Pferde durch. Müsst ihr halt andere einbauen oder so. Ja, und sonst halt könnt ihr auch einfach den Cheat Testing Cheats Enable True eingeben und dann auf diese Taste zum quasi groß schreiben. Ich weiß nicht, ob das Shift ist. Ich glaube, es ist Shift. Und dann irgendwo hinklicken und dann steht da auch hierhin teleportieren. Dann können die zum Beispiel auch dann in Räume, wo Türen sind, wo die Pferde nicht rein können, kann man dann auch Pferde rein teleportieren. Das ist ganz praktisch. So sperre ich auch schon mal meine Pferde in Boxen ein, dass die da nicht mehr rauskommen. Nehme ich einfach irgendwelche Türen, die sie gar nicht benutzen können und gut ist. Die Boxen kann man nämlich, glaube ich, auch nicht benutzen. Das sind auch nur Deko-Dinger. Ja. Gut, jetzt habe ich ganz viel gelabert und weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, da habe ich halt gedacht, so ein paar rote Blümchen sieht eigentlich ganz süß aus. Aber ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben in meinem Stall. Und wenn ich nicht schon einen hätte, würde ich auch damit spielen. Obwohl der mir doch ein bisschen... Ja, zu klein nicht, sind eigentlich viele Boxen drin, aber irgendwie... Na, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wann ich diesen Stall gebaut habe. Das ist bestimmt schon 2 Monate her. Tut mir auch echt leid, dass ich die 2 Monate irgendwie... Ich weiß nicht, habe ich irgendwie nicht die Zeit gehabt, das dann zu machen, weil ich halt so ein Video bearbeiten, wo ich Let's Playe quasi... Also das ist ja kein richtiges Let's Play, aber das dauert immer unglaublich lange, weil mein Computer so lange braucht, um die dann zu laden, bis ich die bearbeiten kann und dann stockt das. Und ist ein bisschen kompliziert bei mir, trotz dass ich eigentlich einen relativ schnellen Computer habe. Inzwischen ist er nicht mehr schnell. So, ich glaube, jetzt habe ich da zum 4. oder 5. Mal diese scheiß Türen entfernt, weil ich da immer wieder... Ich wollte halt auch die Dächer von unten bemalen. Die habe ich jetzt zwar nicht mehr, die habe ich dann halt quasi glatt gelassen.
Aber ich finde, es sieht immer schöner aus von unten, wenn das nicht einfach nur so eine graue Platte ist, sondern das auch zur Inneneinrichtung passt. Dann habe ich die Paddocks ein bisschen dekoriert mit Gras. Dum, dum, dum. Ganz viel Gras. Dann habe ich einen passenden Baum gesucht. Nach langem Suchen einen gefunden. Habe ich auf der anderen Seite mit den Paddocks weitergemacht. Ich bin beim Bauen auch manchmal etwas komisch, weil ich dann irgendwie. Ich kann nicht lange an einer Sache bauen. Auch als ich zum Beispiel das Gestüt gebaut habe, also worüber ich ja auch die Let's Plays gemacht habe, ist euch bestimmt aufgefallen, ich habe einfach immer wieder woanders weitergebaut, weil mir irgendwann einfach so langweilig war. Wenn ich immer dasselbe bauen muss, dann muss ich zwischendurch immer mal woanders bauen. Ja, was gibt's Neues bei mir? Es sind die Herbstfohlen geboren worden, die ich auch ganz lieb habe. Die sind eigentlich alle ganz süß, da werden aber einige von verkauft. Ja, die Verkäufe finden bei mir momentan eher über Facebook statt, weil das für mich einfach schneller geht, weil da können Leute direkt antworten, müssen mir nicht erst eine E-Mail schreiben, weil ich habe auch momentan ganz selten nur in meine E-Mails reingeguckt und ich weiß zum Beispiel auch, dass eine, die hat mein Pferd Phoenix Galilea gekauft, also Teddy, und die schreibt mir regelmäßig Berichte mit Fotos und allem und ich melde mich einfach viel zu wenig. Ich lese das dann zwar, aber ich melde mich einfach viel zu wenig, weil ich die Zeit nicht habe, weil es ist einfach, keine Ahnung, wenn ich dann beim Pferd bin, dann brauche ich auch 3 Stunden pro Pferd, weil ich das halt auch richtig machen will. Und ich finde, zum Pferd gehört nicht nur Reiten, sondern eben auch Putzen, dann die Box machen, die Wiese abäppeln. Okay, das ist jetzt nicht mehr. Jetzt stehen unsere Pferde nicht mehr auf der Wiese. Aber dann, keine Ahnung, auch mit dem Pferd Zeit verbringen und auch mit den Leuten im Stall mal quatschen. Ich finde, das ist einfach irgendwie total wichtig. Dann kann ich da auch nicht irgendwie, keine Ahnung, halbe Stunde putzen, reiten und zack, zack, alles weg und weg. Das, keine Ahnung. Brauche ich einfach ein bisschen mehr Zeit für und ja, ich mache jetzt ein freiwilliges soziales Jahr und das ist auch unglaublich anstrengend. Da bin ich dann auch echt müde, wenn ich nach Hause komme. Bin froh, wenn ich. Entschuldigung, man merkt es, ich bin müde, ich komme von der Arbeit. Dann bin ich auch einfach echt müde und freue mich, wenn ich mich in mein Bett legen kann und gar nichts mehr machen muss. Ja, hier hatte ich mir extra ein paar neue Böden runtergeladen und habe ausprobiert, welche am besten passt. So. Ja. Warum auch immer, da habe ich mir einfach nur meine neuen Böden angeguckt, weil ich die gut fand. Und da habe ich die Steinböden ausprobiert und fand den ganz schön. Ich fand der, oder find der passt einfach irgendwie so zu dem rustikalen Boden. Habe ich dann wieder ein bisschen was weggenommen, dass auch ein bisschen grün im Innenhof ist.
Ich müsste das eigentlich, ich überlege gerade, ob ich das noch mit Musik unterlege. Weil so ist es ein bisschen langweilig, weil ihr hört nur meine Stimme. Das ist schon irgendwie doof. Ja, ich denke, ich werde es ganz leise mit Musik unterlegen. Also, wahrscheinlich hört ihr es jetzt schon die ganze Zeit mit Musik, oder? Wenn ich mich dagegen entschieden habe, doch ohne. Naja. So. Boah, der dauert aber auch lange, der Teil. Wir sind schon bei über 20 Minuten. Ja, ich habe auch sehr, sehr lange daran gebaut. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht an einem Tag das alles gebaut. Also da sind zwischendurch immer Cuts, aber ich habe die so geschickt gemacht, dass das gar keinem auffällt. Sowieso war es auch so schnell, es fällt keinem auf. Ja, genau, da habe ich mich dann dafür entschieden, auch den Steinboden innen drin zu machen, weil ich den so schön fand. Genau, und da als kleiner Tipp. Wenn ihr einen anderen Boden da drin haben wollt, weil euch der nicht gefällt, nehmt bitte keine Fliesen oder was weiß ich, nehmt Geländefarbe, also so Sprühfarbe quasi, weil wenn ihr da jetzt einen Boden reinlegt, egal ob Parkett, Stein oder was weiß ich, dann geht die Decke, wird wieder gerade, also die ist dann nicht mehr hoch und schräg, sondern die ist einfach flach gerade drauf. Das geht dann halt weg. Deswegen habe ich auch vorher alles fertig gemacht, bis es mir gefallen hat. Und danach habe ich die Decke gemacht. Weil das hatte ich nämlich schon mal in einem. Das war, glaube ich, auch der Part, wo ihr zugeguckt habt, wo ich dann die Dächer gemacht habe. Und dann ist mir hinterher aufgefallen, ach nee, ich finde den Boden doch doof und wollte einen anderen reinmachen. Ja, und dann hatte ich den Salat und durfte nochmal komplett neu das Dach machen und das dauert echt lange. Ja, da habe ich am Anfang noch verschiedenfarbige Halfter hingehangen, aber irgendwann habe ich, glaube ich, immer nur noch eine Farbe genommen, weil ich echt keine Lust mehr hatte. Könnt ihr euch dann selber einfärben? Überall Namensschilder hingemacht. Die wollte ich eigentlich auch direkt unter quasi das Fenster machen, aber das ging nicht. Da war das Schild dann hinter der Tür. Das war ein bisschen doof. Da kam dann der Futtertrog. Boah, wenn ich mir überlege, dass der andere Part auch noch mal so lange ist. Ja, ich habe schon sehr viel für euch gebaut. Aber ich finde, man gewöhnt sich auch irgendwie an diese Geschwindigkeit. Ja, genau, da hatte ich überlegt, irgendwie einen Misthaufen oder so zu machen. Und hatte mir auch Pferdeäpfel runtergeladen, hab die aber irgendwie nicht gefunden. Und dann habe ich es wieder, ja, habe ich mir gedacht, na gut, dann halt keinen Misthaufen. Da habe ich dann gedacht, ob ich nicht doch noch was anderes in die Boxen reinmache. Ja, dann habe ich auch noch den Rest des Stalls gemacht.
Dann habe ich mit der Sattelkammer angefangen.